und willkommen zu einem neuen Video von Jebo, 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 Te. Jebo, 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 Te. Kakosi! Doch einfach mal die Schnauze. Es geht ganz spontan auf die Reise. Worum geht's? Ich habe euch gesagt, ich wollte immer schon mal so eine Jugo-Tour machen, ja? So eine Balkan-Tour, Jugo-Tour, hatte ich immer schon Bock. Ich war vor drei Jahren, das erste Mal richtig im Urlaub, bin da auch das erste Mal geflogen, ja, aber es ging nach Kroatien. Ich hatte auch einen richtig geilen Vlog gedreht, das war mein erster Vlog, by the way, überhaupt, den ich jemals gedreht habe. Der ist aber auf meinem Laptop, ist kaputt. Mal gucken, ob man da was retten kann. Nee. Diesmal geht es nach Serbien, ich freue mich sehr, und nach Montenegro eventuell. Ich habe sehr, sehr Bock. Als erstes gehen wir Haare schneiden. So, ihr wollt erstmal Fun Fact bringen. Irgendwie muss man die Scheiße bezahlen. Wird nicht mehr viel bis zur Million. Es ist 2:30, ihr wollt. Und ich fahre einfach mit dem Bus. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Ich habe es mir so oft geschworen, nie wieder mit Bus. Wo bin ich? Im Bus. Mein Rücken ist in mein Arschloch drin. So, Bratkos, 6 Uhr morgens, nach 9 Stunden Fahrt bin ich endlich hin. Wien Erdberg angekommen, mir Botte. Aus Wien geht's jetzt mit dem nächsten Bus Richtung Belgrad. Ich hab ja richtig Bock. Der Bus kommt erst in 3 Stunden, Digga. Danke dafür. Ey, ich war einfach 9 Stunden nicht. Was? Akku aufladen, Digga? Hä? Akku aufladen? Fick mich in den Arsch, alle. Ich war 9 Stunden nicht pissen in den Bus. Es hat nach Scheiße gerochen, okay? Deshalb will ich pissen und jetzt, wo soll ich hier pissen um 6 Uhr morgens, Digga? Auf jeden Fall habe ich mir zu Hause so geile Raps gemacht. Mhm. Die klatschen jetzt, Digga. Ja, ist es. Das mache ich jetzt in Wien. Ich wollte immer mal Wien sehen, Digga. Aber wohin mit dem Gepäck, Digga? Hier sehen Sie den Nil. Wir sind gleich da, hoffe ich. Nach 8 Jahren. Wir sind gerade die serbische Grenze. Ging eigentlich relativ schnell an der Grenze, ja. Ist okay, Digga. Noch 2 Stunden sind wir in Belgrad. Ich freue mich. So, Bratans, wir haben es geschafft. Wir sind in Belgrad. Kakosi! Jebote, Otatz. Es ist 19 Uhr. Wir sind über 22 Stunden gefahren. Ich kann nicht mehr. Ich bin tot. Ab ins Hotel. Und dann? Und dann? Ja, und dann? Warum ist mein Akku leer? Brate, wie viel ist Verhandlungsbasis? Ah, ich schwöre, ich nehme den vielleicht. Sieht nice aus. Klinisch tot. Hey Bratkos, ich meinte ja, ich bin um 19 Uhr in Belgrad angekommen, ne? Wisst ihr, wann ich im Hotel war? 21 Uhr. Ich f***e dich. Hier, du Taxifahrer, ja? Wenn du das hier siehst, du bist der größte Pitchko, den es gibt. Ey, ein 8-Minuten-Weg, er hat eine Stunde gebraucht. Er wusste nicht, wo links und rechts ist, der Bote. Er hat 700 Leute auf der Straße gebaut. Wie komme ich in die Straße? Davor meinte er mir, ja, für 11 Euro fahre ich dich dahin, was eh so oder so schon viel zu teuer ist. Ich meinte, Digga, scheiß drauf, Digga, ich will einfach nur schnell in mein Hotel. Blablabla, bla, bla. er findet nicht. Digga, ich dachte, ich sterbe, wie er gefahren ist. Bei Gott, wenn er nicht seinen Führerschein auf Wish gekauft hat, weiß ich auch nicht, Digga. Wir kommen nach einer Stunde oder so an, nach über einer Stunde, ja? Ich sag so, ja, du meinst 11 Euro, ne? Er sagt so, nee, nee, wir sind ja noch hier rumgefahren und da rumgefahren. Ich sag, Digga, du hast den Weg nicht gefunden, nicht ich? So, du bist der Taxifahrer, nicht ich? Blablabla, bla, bla. Ja, nee, du musst mir jetzt 15 Euro geben, also 1500 Dinar. Ich so, ey, Digga. Ich denke mir, scheiß drauf, bevor ich mich hier wegen 4 Euro schlage. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? 5 Sterne Hotel angekommen, das zeige ich euch dann gleich. Und dann gib ihn, Digga. Ihr bämmt die Matte. Und ganz halt, ich schwöre, war glaube ich besoffen, keine Ahnung. Scheiß drauf. Urlaub genießen. Wenn ihr solche Vlogs feiert, lasst mich auf jeden Fall wissen. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was für Videos wir drehen sollen. Ja, wir fahren auf jeden Fall noch in andere Städte. Nach Montenegro wird auf jeden Fall geil, Digga. Wisst ihr, was lustig war? Der Taxifahrer hat dann angefangen, so ein bisschen Smalltalk zu machen, nachdem er jeden und alles beleidigt hat. Fragt er, ja, was machst du denn eigentlich so in Deutschland, ne? Also, als was arbeitest du? Ich sag so, ja, ich mach... Oh, Digga, tschüss. Ja, ich mach YouTube, ne? Dann, er dachte, glaube ich, ich bin Multimillionär oder so. Auf einmal, er ist so voll nett. Er sagt so, ja, also hier, er macht auf einmal Sightseeing. Ja, hier könnt ihr später hingehen. Voll schön, da gibt es schöne Restaurants und so. Hier ist voll viel passiert. Ich doch, Digga, ja. Davor fast 7-mal gestorben mit ihm. Und dann erst auf einmal voll nett. Hier ist eine Baba Shisha Bar. Wir testen auch Shisha Bars in Serbien, Montenegro. Die ist, ich bin gespannt, wie die schmecken. Da gehen wir später hin, Digga. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist auf jeden Fall belebt, die Stadt, Alter. Gefällt mir. Geil.
Und das ist nur 2-3 Minuten von meinem Hotel. Also das hat schon mal gelohnt, Digga. Ich will auf jeden Fall jetzt was essen. Ich habe richtig Bock auf Prescavice. War so fette Chewape. Üff, Digga, mit einer eiskalten Cocktail. Duschkuratz. So, Bratans, das sind einfach 50 Euro. Man denkt, man ist Millionär hier, Digga. Bei Schmiesfeier sind hier so eine Kiosk. Die sind so alle 100 Meter. Voll geil, Digga. Kannst dir trinken holen. Was ich aber in jedem Kiosk bis jetzt vermisse. Hey, was ist los, hä? Cocktail lebt nicht mehr. Ich sehe keinen Cocktail. Wurde es hier abgeschafft oder was? Küss doch dein Herz, Gyros. Ich suche Cevape. Ja, was? Jetzt machen Griechen doch hier was. Ey, ich finde alles außer Cevape und Prescavice. Wollt ihr mich ficken, Alter? Jetzt reicht's der Botte. Chinesisch habe ich gefunden, Fastfood. Einmal bei Chinesen fragen, ob die Cevape haben, Digga. Nur Sushi. Nur Sushi? Ach, kann man auch Legend Cevape in Sushi? Nee, wir haben keine. Einfach China-Pfanne mit Cevape, Digga. Oder wie Ame es machen würde, Sushi rollen und Cevape rein, anstatt Lachs und so. Das ist auch eine Idee. Wir haben keine. Wir haben normale Sushi. Und Mushi auch? Ja. Ah. Welche Mushi habt ihr alle? Digga, Merkur haben wir auch. Also Monte, du bist hier gut aufgehoben, Digga. Oh! Weil ich beliebt hab! Weil ich beliebt hab! Weiß nicht. Oh, kannst du Englisch? Englisch? Ich weiß nicht. Can I have Kurats with Mushi? Ich hab gerade hier im Kiosk gefragt. Erstmal, ich hab Cocktail bekommen. Das ist schon mal geil, Digga. Machen wir gleich Geschmackstest. Hab ich wieder richtig Bock. Und ich hab gerade gefragt, ey, wo kann man Cevape essen? Ich sehe nur Tacos, Kurats, dies, das. Er sagt, ja, eigentlich hier, aber das hat's um 10 Uhr zugemacht. Keine Ahnung warum. Ich verstehe nicht, warum die nur so eine Scheiße verkaufen, Mann. Ich will das essen. Er meinte, ich weiß jetzt auch nicht. Perfekt. So, Bratkos, alle Jugos kennt's. Cocktail. Leider nicht aus der Glasflasche, würde zehnmal geiler schmecken. Und die Kohlensäure geht hier nach 3 Sekunden auf, nachdem man es geöffnet hat. Aber der Genuss. Gib ihn, Digga. Kohlensäure schon weg. Perfekt. Ey, die Kohlensäure ist einfach schon draußen. Irgendwie, die Cocktail hat mich gerade nicht geflasht, ey. Ich hatte so viel Erwartung. Ja, geht klar. Ich will jetzt was essen, ey, jetzt muss ich Pizza essen oder sowas. Manche haben mich so gefreut auf Cevape und so. Aber egal, dann soll es in Belgrad halt nicht so sein. Ich würde eigentlich die besten Cevape suchen in Belgrad, aber ihr habt dann verkackt, Digga. Ich muss morgen schon los. Ey, jetzt ohne Spaß, wer hat diese Stadt verarscht? Tortilla, lass es bitte. Erster Eindruck von Belgrad, Killer. Die Stadt lebt, alles full, Restaurants, Cafés, dies, das, tausende Menschen. Die Sache ist, ich suche ganz einfach was zu essen. Digga, wir sind in den Jugoländern. Ich will Prescavice, Cevape. Wisst ihr, was ich sehe? Tacos? Guck mal deine Tacos. Pizza? Digga, ich habe keinen Laden gesehen. So, ich will so einen Imbiss haben. Weißt du, ich will jetzt nicht ins Restaurant. Ich will so einen klassischen Imbiss, Digga. Mit Baba Cevape. Aber wo? Ich suche. Seit 20 Minuten ich laufe. Aber ansonsten gefällt mir die Stadt Todes. Ja, das ist krass. Bratkos, ich dachte, hier ist einfach U-Bahn. Ich wollte gucken, wie die U-Bahn aussieht, Digga. Das ist wild. Aber Graffiti haben die auf jeden Fall drauf. Perfekt, Digga. Film mich wie in Berlin. Das verstehe ich auch nicht. In Berlin, Hamburg und so. Ey, um 20 Uhr ist zum Beispiel der Kudamm ist einfach tot. Komplett tot. Alles ist zu. In den Jugoländern generell, in jedem Urlaubsland, wo du einfach hingehst, ist immer was los. Einfach egal, welche Uhrzeit, ist einfach was los. Das verstehe ich halt nicht in Berlin. In Berlin, okay. Einzige Straße, wo noch was los ist, um die Uhrzeit ist dann so Meringdamm, Kreuzberg, so Neukölln, da ist noch was los. Aber ich meine so von den Shopping-Dingern und so, geil. Keine Ahnung, ja. Deutschland, mach das mal, dass das mal geiler wird. Was ist los? Nö. Also das ist krass hier für Leute, die nicht laufen können im Rollstuhl. Ja, die können einfach hier hochfahren, ja bitte. Also Deutschland mal Beispiel nehmen, falls es überhaupt funktioniert. Naja, aber geil, wirklich geil. Tobi, Bruder, für dich wäre das was. Kuss geht raus, ich küsse doch dein Herz. Der ist jetzt einfach hier so ein Gyros, Chicken Gyros. Gib ihn, Digga, mal gucken, was der kann. Der ist schon mächtig, Digga. Ich glaube, 4 Euro kostet einer. 3-4 Euro. Lash. Ja. Erinnert mich an Shawarma, würde ich sagen. Ja.
Eine mittelmäßige Berliner Shawarma. Ich musste irgendwas essen, leider keine Shawarma, aber das kommt alles in den nächsten Vlogs. Wie gesagt, schreibt mir gerne Ideen rein, was wir für Videos drehen sollen, ja? Vielleicht noch in eine Shisha-Bar. Ich zeige euch nur kleine Einblicke von der Shisha-Bar, weil dazu kommt safe ein separates Video. Wir testen verschiedene Shisha-Bars in Serbien, Montenegro, so gemischt, okay? Wo die beste Shisha-Bar ist und vergleichen das mit Berlin, ja, bitte. Zum Essen kann ich sagen, Hatte Berlin-Vibes, leider nicht, dieser Pep war leider nicht drin, aber ich gehe mit einer 6 von 10, Digga. So, Icebox. Bin ich mal gespannt. Ja, bitte. Okay, interessant. So, Nutella drauf, Digga. Bratkos, das wurde gerade gewogen, ne? Ich dachte so 200 Dinar, also so 2 Euro. Einfach 3,50 Euro. Für das? Ey, wenn es jetzt nicht schmeckt, ne? Ja, schmeckt aber gut. Kann man machen. Hallo, Diego. Ich habe Angst, Mike. Hallo, Diego. Misha Hill. Mal gucken, was hier so abgeht, Digga. Okay, oha, Digga. Interessant. Ey, sorry, dass ich nur mit der Legra filme. Die Kamera ist halt richtig schön, aber... So, Bratkus, wie ich die Pfeife fand, Location, wie ich sie alle bewerte und wie ich noch andere Shisha-Bars testen werde, kommt dann im nächsten Video, ja? Ihr habt ja nur einen kurzen Einblick gehabt für den Vlog. Das ist ja sonst nichts, ne? 5 Sterne? Gib ihn. Guck dir das an. Bruh. Oh mein Gott. Krank oder krank, hä? Guck dir das mal an. Einfach Hochbett, ihr Botte. Das war's mit der Roomtour. Wir kommen in den Knast, Digga. Im Badezimmer. Wenn ich es mal aufkriegen würde. Ich weck mal auf, Digga. Ich check's nicht, Mike. Gott, Digga, wo bin ich gelandet? Im Knast. Ja, klein, aber fein. Spaß, Digga. Komm, guck dir das mal an. Bruh. Knast in Deutschland ist safe besser. Vertrau mir, Digga. Abo, Digga, meine ganze Tasche ist gegen meine Brust geknallt. In diesem Sinne, haut rein, lasst ein Like und ein Abo da. Ich küsse eure Herzen, Digga. Ein paar Euros. Ich mag Euros. Ich muss ins Krankenhaus. Ciao, Knastzimmer. Jetzt weiß ich, wie Ame sich fühlt in seinem Minizimmer, Digga. Chef, Kurats, Wif, Muschi!